Unser Spanien-Trip geht weiter. Nach Gran Canaria. Hier ist dauerhaft Sommer. Ein Traumziel für Kurz- und Langzeiturlauber. Rund 10 Millionen Touristen besuchen die Insel jedes Jahr. Hier gab es in der Vergangenheit aber auch immer wieder Schlagzeilen über unseriöse Urlaubsanbieter mit aggressiven Anwerbemethoden. Die Behörden haben inzwischen durchgegriffen, sagen sie. Angeblich sind die Abzocker von der Insel verschwunden, aber es gibt Hinweise, dass das nicht stimmt. Grevenbroich in Nordrhein-Westfalen. Hier leben Inge Krämer und Marc Heine. Die beiden Spanienurlauber stolperten auf Gran Canaria nichtsahnend in ihr Unglück. Wir sind spazieren gegangen von Playa de Ingles nach Maspalomas. Und nach dem langen Strandmarsch wurden wir dann angesprochen von einem netten jungen Mann. War das auch ein Deutscher? Nee, das war ein Holländer. Holländer, aber konnte Deutsch. Ja. Kam dann mit so Rubbellosen an und meinte, wir könnten einfach mal rubbeln und mal gucken, ob wir was gewinnen. Ich will wissen, ob auch wir von den Anwerbern auf der Straße von Playa del Inglés und Maspalomas angesprochen werden. Als Pärchen getarnt mache ich mich mit meiner Kollegin Silke auf den Weg zum Strand. Und tatsächlich, es dauert keine 5 Minuten und die Falle schnappt zu. Hallo. Where are you from? Germany. Deutsch? Ja. Bamba Deutsch hier, wie geht's? Wo kommen Sie her? Aus Deutschland? Ich bin aus Holland. Ah, aus Holland? Ja, aus Amsterdam. Pass auf, ich mache Werbung. Okay. Für hier, für Familie und Paare. Paare? Ja, ja, sind Sie ein Paar? Natürlich sind wir ein Paar, ja. Ja, weiß ich nicht. Wichtig war den Leuten auch, dass man halt ein Pärchen ist. Ja. Dass man zusammenlebt. Sie sind die Erste, die ich eine Karte mitgebe. Und dann abhängig von wie viele Sterne ihr habt, oh hier, bitte, kriegen Sie ein Geschenk mit. Und das mache ich jetzt auf, oder ja, was? Ja, weil da kann ich meinen Namen draufschreiben und dann, dann kriege ich meine Euro von den Leuten. Also ich mache erst mal auf. Ich habe zuerst gerubbelt und hatte dann, da sagt er gleich, ja, das ist ein T-Shirt. Und dann hast du gerubbelt und dann hieß es gleich Hauptgewinn. Ein T-Shirt oder Kidsback? Das hat sie jetzt gewonnen, oder was? Ja. Und ich auch, oder was? Star Prize, was ist das? Nein, made it. Was denn? Nicht zu glauben. Na, was ist das? Herzlichen Glückwunsch. Warum? Das ist gut gemacht. Was, warum denn? Sie kriegen einen ganz super Preis. Pass auf, haben Sie ein schwaches Herz? Hoffentlich nicht, nee. Nein? Was kommt jetzt? Hier, das noch nicht aufmachen, geh sofort zum Strand. Und dann kriegen Sie mit, entweder ein Internet-Tablet oder ein Uhr. Oder eine Woche Urlaub. Schön. Nach wie jetzt, oder was? Ja, ehrlich. Innerhalb 18 Monate. Bis zu 4 Personen. Es ist aber ohne Flug. Wie, ist echt wahr. 4-Sterne-Hotel hier direkt am Strand. Direkt ach, am komm, Strand. Wir... Nein. Seriös. oder 500 Euro an Travel. Das ist ja nicht zu fassen. Ist ich gewinne sonst kann. Niemals nein, bei sowas. Ich auch nicht. Das ist ein Herz toll. Super. Die zeigen euch das. Wichtig, der erhalte Werbegeschenk ist völlig unverbindlich. Und mein Hauptgewinn war dann, entweder war es eine hochwertige Kamera oder ein Geldpreis. Oder halt eine Woche Urlaub. Angeblich habe auch ich eine Woche Urlaub, einen Tablet-PC oder 500 Euro gewonnen. Natürlich alles völlig unverbindlich, wie unser Anwerber immer wieder betont. Dann wurde ganz aufgeregt schnell eine Taxe geholt. Und da wurden wir dann reingesetzt. Und dann ging's los. Auch wir werden ins Taxi verfrachtet. Während wir losfahren, scheint der freundliche Holländer uns bei jemandem anzukündigen. Ich bin gespannt, ob ich in wenigen Minuten wirklich einen wertvollen Preis in Empfang nehmen kann oder was mich stattdessen erwartet. Sogar die Taxifahrt zur Ferienanlage ist kostenlos. Irgendwas kann hier nicht stimmen. Aha, das ist auch echt Strandblick. Am Eingang werden wir schon erwartet. Hallo. Hallo. Guten Tag. Was ist denn jetzt los? Dann kam eine Dame und hat uns zu unseren Personalien gefragt. Ihr Nachnamen? Lauritz heißen wir beide. Mit Nachnamen. L-A-U-R-I. Tizet. Aha.
Das Ganze ist eine 90-minütige Präsentation geworden. Mhm. Urlaubsberater zur Seite gestellt, den Kellernlagen zeigt. Das einzige Problem, was ich habe keinen Urlaubsberater mehr frei für heute. Ah. Das heißt, wenn Sie sagen, okay, mich interessiert das, ich mache da mit, dann müsste ich Sie für morgen nochmal einladen. Wäre das in Ordnung, wenn ich Sie dann nochmal einlade? Ja, wäre okay. Uns wird klar, dass wir unter einem falschen Vorwand hierher gelockt wurden. Von wegen Hauptgewinn. Die Mitarbeiterin will uns zu einem Verkaufsgespräch bewegen und noch mehr über uns wissen. Auf dieses Spielchen lassen wir uns ein. Beide Vollzeit-Berufstätig. Ja, was machen Sie beruflich? Ich habe jetzt mein Studium beendet und bin jetzt Evaluierungsmanager. Und Sie? Ich bin der Werbeagentur. Ich habe auch gedacht, warum will die eigentlich alles so genau wissen? Also im Nachhinein war es schon ein Ausfragen, ob wir uns das überhaupt erlauben können oder ob wir das Geld haben und so. Ihr Zahlungsmittel hier im Urlaub, zahlen Sie bar mit Karte? Ist ja schon bezahlt, wie Sie es hier. Wie jetzt hier vor Ort? Und mit Karte. Karte nicht hier dabei beim Hotel? Ob ich meine Kreditkarte dabei habe? Welche hätten Sie denn gerne? Ich habe ja mehrere. Ich habe Visas dabei. Ich habe ECs dabei, wie Sie wollen. Sie wusste ja, was danach kommt, dass Sie eigentlich von uns Geld haben wollten. Das wussten wir aber im Voraus nicht. Und mir war das schon ein bisschen komisch, weil ich eigentlich auch nicht so gerne sage, wovon ich lebe oder was ich habe. Und es war ja auch eine fremde Frau für mich. Und ich wollte ihr eigentlich auch nichts kaufen. Eine Stunde nach dem harmlosen Gespräch mit dem freundlichen Anwerber auf der Straße haben wir immer noch nicht den versprochenen Gewinn. Dafür hat die Mitarbeiterin des Hotels inzwischen unsere gesamten persönlichen Daten und eine Kopie meiner Kreditkarte. Also unsere Sachen sind ganz schnell erfasst worden. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten gerade zu schwimmen, weil die wollte wirklich Intimes wissen. Hast du aber gut mitgespielt. Das war ganz klasse, fand ich. Wir haben es jetzt mal auf morgen schieben lassen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Mal gucken, was wir heute noch rausfinden können über den Laden. Hier feststeht, dass hier permanent Leute ankommen, von den Taxis abgeliefert werden und auch am Nebentisch hier besprochen werden. Das versprochene Geschenk, 500 Euro oder ein Tablet-Computer, erhalten wir auch auf Nachfrage nicht. Okay, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Trotz aller Freundlichkeit bleibt ein beunruhigendes Gefühl. Noch habe ich mein Geschenk nicht bekommen. Weder das iPad, noch die Reise und auch nicht die 500 Euro. Sondern wir sind auf morgen früh vertröstet worden. Mit dem Taxigutschein können wir nach Hause. Weil heute sind angeblich alle Berater beschäftigt. Das spricht ja dafür, dass es ein gutgehendes Geschäft ist. Sie haben alles zu tun. Okay, wir gucken uns das morgen ganz genau an, würde ich sagen. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was raus über den Schuppen hier bis dahin. Sehr interessant. Ich will wissen, was hinter dem Anbieter steckt, der Urlauber mit falschen Versprechungen auf der Straße anlockt. Im Internet finde ich etwas dazu. Aha, da geht es also quasi um Apartments, um Club-Apartments, die hier vermittelt werden. Sieht man sofort auf der Seite des Hotels, vor dem wir standen. Mietwunsch. Buchen kann man das nicht. Man kann nur über die Webseite anfragen, wenn ich es richtig sehe. Das bedeutet, der Vertrieb von diesem Hotel, dieser Clubanlage, findet hier auf der Straße statt. Versprochen ist eindeutig. Entweder ein 500-Euro-Gutschein, ein Tablet oder eine einwöchige Urlaubsreise. Also eins von den drei Sachen würde ich gerne nehmen. So ist es nicht. Aber ich sag mal ganz ehrlich, auf den ersten Blick seriös sieht schon diese Webseite nicht aus. Ja, so viele Hinweise haben wir. Ansonsten treten die nicht öffentlich auf. Und wenn, dann nur in solchen, ja, wie soll ich sagen, Drückerbanden hier auf der Straße. Wir recherchieren weiter und machen einen Informanten ausfindig, der sich für ein Interview bereit erklärt. Der Mann möchte unerkannt bleiben. Aber er war jahrelang als Drücker und Urlaubsverkäufer hier auf Gran Canaria tätig. Inzwischen ist er aus dem Geschäft ausgestiegen. Ich will wissen, was mir da heute genau passiert ist. Mit was für Leuten habe ich es da zu tun bekommen? Was wollen die eigentlich von mir? Eigentlich wollen sie nur dein Geld. Sie verkaufen dir ein Paket für relativ günstige Preise und senden sich dann in Timesharing-Anlagen. Timesharing? In diesen Timesharing-Anlagen wird versucht, dir für das Geld
eine weitere Woche Timesharing zu verkaufen. Und das heißt ein lebenslanges Recht auf Wohnen dort? Nein, meistens ist nur 30 Jahre. Oh, reicht ja auch schon. Wenn man mal sagt, ich möchte aus dem System aussteigen, bekommt man für sein Geld nichts mehr. Im Regelfall gibt es kein Rücktrittsrecht. Oh. Dass wir dem Vertrag nicht widersprechen konnten, das kam mit einem Mal. Auf einmal ging es ganz schnell. Ist das legal, was die gemacht haben da? Es ist zumindest nicht illegal. Es ist eine unfaire Art, etwas zu verkaufen, aber es ist legal. Anrüchig sind nur die Methoden, wie es hier verkauft wird. Und die Preise sind anrüchig. Das, was ich überall in der Welt für wenige tausend Euro bekommen könnte, um in diesem System Urlaub machen zu können, bekomme ich auf den Kanarischen Inseln für 4- bis 5-fach höheren Preis für die gleiche Leistung. Dann kam uns das auch ein bisschen komisch vor, dass wir halt direkt anzahlen mussten. Ja. Uns direkt entscheiden müssen, nehmen wir das oder nehmen wir das nicht. Warum zwingen die mich dazu, jetzt und hier und sofort und ohne Alternative zu unterschreiben? Jemand, der nicht heute dazu gezwungen wird, wird morgen nicht mehr unterschreiben, weil er dann überlegt hat und nachgerechnet hat, dass sich das ein Leben lang nicht rechnen kann. Warum findet sowas statt, vor allem hier auf den Kanarischen Inseln und nicht in Paris, London, Berlin oder im Allgäu? Die Leute sind in Urlaubsstimmung. Sie haben hier oft ein Problem, dass sie mit ihrer Anlage, wo sie wohnen, nicht zufrieden sind, kommen dann in eine 5-Sterne-Traumanlage, Emotionen steigen hoch, Wünsche, Träume werden wahr und lassen sich dadurch überzeugen. Diese Anlage hat eine Faszination bei uns beiden ausgelöst, wo wahrscheinlich der Menschenverstand eigentlich weg war. Inge Krämer und Marc Heine wurden im Urlaub auf Gran Canaria beim Spaziergang angesprochen. Nichts ahnend gerieten sie so in eine Verkaufsmaschine, die sie am Ende teuer zu stehen kommen sollte. Auch wir wurden am Tag zuvor mit einem Gewinnspiel auf der Straße geködert. Und auch wir sollen uns bei einem ähnlichen Anbieter nun eine Ferienanlage ansehen. Angeblich alles ganz unverbindlich. Hallo. Wir haben ein We got a date at 10. Oh, wie war Ihr Name? Lauritz. Gleich werden wir unseren persönlichen Urlaubsberater kennenlernen. Wir sind gespannt, ob wir bei der Gelegenheit auch endlich unseren versprochenen Hauptpreis im Wert von 500 Euro bekommen. Hallo. Genau, richtig. Das bin ich. Guten Tag. Hallo. Erstes Mal da? Ja, erstes Mal. Also zweite Mal. Wir waren ja gestern schon mal da. Und Sie möchten gerne mit uns Urlaub machen? Mal schauen. Ja, Zeit haben Sie mich gebracht, sagen Sie. Ja, die anderthalb Stunden auf alle Fälle. Und dann gebe ich Ihnen ein paar Schritte und ich zeige Ihnen, was wir hier machen. Mhm. Gern. Der Urlaubsberater ist wohl eher ein Verkäufer und scheint fest davon auszugehen, dass wir unbedingt Urlaub in dieser Anlage machen wollen. Von Hauptgewinn und Unverbindlichkeit keine Spur mehr. Wir kommen mit dem Gewinngutschein mit mir. Das auch noch. Warum das auch noch? Wenn bei den Leuten von der Straße sind, wir immer sehr skeptisch. Ich war ein bisschen skeptisch gestern, weil es hieß, kommt's mit, dann werden wir hergefahren, dann wurden wir wieder weggeschickt. Aber sie machen keinen Grund zu skeptisch sein. Skeptisch müssen nur wir sein, denn wir suchen eine bestimmte Zielgruppe. Wir sind für ihn also die Leute von der Straße. Das klingt fast schon unverschämt, ist aber auf jeden Fall ein schlauer Schachzug, mit dem unser Verkäufer den Spieß jetzt umdreht. Er gibt uns das Gefühl, dass wir dankbar sein dürfen, es im wahrsten Sinne von der Straße in diese exklusive Anlage geschafft zu haben. Ja, mein Job ist jetzt eben immer zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, damit werden kann. Und am Ende der Präsentation hat Ihnen meine Kollegin auch gesagt, es ist ein Angebot, wir nennen das Tagesangebot. Das Angebot gibt es auch nur heute, nicht morgen, nicht übermorgen. Nirgendwo in Deutschland, nirgendwo im Internet, wenn ich schon sagte, die ganzen Häuser kann man sowieso öffentlich nirgends bieten. Das heißt, wenn wir nicht hier, heute und sofort unterschreiben, entgeht uns die angeblich einmalige Chance, für wenig Geld in dieser traumhaften Anlage Urlaub zu machen. Prompt folgt dann auch die Frage, ob wir überhaupt bezahlen können. Wenn es für Sie freikommen sollte, dann müssen Sie natürlich auch in der Lage sein, das zu bezahlen. Darum hat auch meine Kollegin gefragt, ob Sie in Besitz einer Kredit- oder EC-Karte sind. Das hat sie auch gefragt, oder? Natürlich, ja. Aber genau. Da habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Aber Sie gehen davon aus, dass ich heute schon die Karte ziehe? Dann. Wir haben jeden Tag so 40 bis 50 Familien eingeladen. Und von diesen 40, 50 Familien sind Sie jeden Tag so zwischen 15, 20, 22 Familien, für die kommt es in Frage. Ja? Und für den Rest ist es nichts. Ja? 15 bis 20 unterschreiben jeden Tag? Ja, von diesen 50 Familien, ja. Da bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Die Anlage sieht gepflegt aus. Der Komplex liegt direkt am Meer. Die Wohnungen haben einen beeindruckenden Ausblick. Hier will man eigentlich gerne Urlaub machen. Unser Berater nutzt unsere Begeisterung, um jetzt Druck aufzubauen. Wenn Sie heute Nein sagen,
Dann können Sie, dann haben Sie heute mal gesehen, wie andere Urlaub machen. Da können Sie aber nichts buchen für uns. Ja. Das habe ich schon verstanden. Ja, ja, genau. Ja. Ja, manche sind schon seit 20 Jahren hier. Und die haben eben alle unser Tagesangebot in Anspruch genommen. Das sind, wären Sie jetzt nicht da. Und fairerweise kriegen Sie das gleiche Angebot wie die auch. Dann heißt es ja oder nein. Fairerweise dürfen wir hier also buchen. Aber natürlich nur heute, sofort, mit direkter Anzahlung. Das ist echt gerissen. 5.000 Euro sollen wir bezahlen für 2 Wochen Urlaub in diesem Club, ohne die Flüge. Auf die Frage, wo und wann genau der Urlaub stattfinden soll, weicht der Verkäufer aus. Gran Canaria oder Karibik, das sei ihm egal. 5.000 Euro pauschal und wir sind dabei. Das klingt nicht gerade seriös. Ja, dort, wie man sehen kann, sind fast alle Häuser in der ersten Strandreihe. Aber das Gute ist eben, Sie finden in den Katalogen oder auch auf unserer Internetseite keine Preisliste. Ja, dann kostet alles gleich. Ja. Warum wir nachher gerade gefragt haben, haben wir ja schon gesagt, warum? Ja, weil Sie wissen, was wir so Fans sind, denke ich mal. Ja, auch immerhin gibt es ja das Angebot. Ja. Das Tagesangebot, das kostet natürlich Geld. Und wenn Sie euch sagen, wir wollen das haben, dann fragen wir, wie können Sie es bezahlen? Ja. Ja, schon verstanden. Irgendwie geht es hier am Ende immer um meine Kreditkarte und eine sofortige Buchung. Aber ich komme lieber noch mal zurück auf meinen versprochenen Hauptgewinn im Wert von immerhin 500 Euro. Erzählen Sie mal was mit den Losen. Wie wird das jetzt sein? Ich habe das nicht ganz verstanden. Das ist der Gewinn, das ist ein kleines Dankeschön an Sie. Ja, umsonst würden wir nicht mitgekommen sein. Typisch Deutsche, gerade so ein Geschenk. Ich will aber keine Rolle, ob Sie Ja sagen oder Nein sagen. Das ist Ihre Wahl. In beiden Fällen, ob Ja oder Nein, gibt es am Ende der Präsentation, wenn man fertig sind, die versprochenen Geschenke. Aha. Geschenke gibt es also erst am Ende der Präsentation und des Verkaufsgesprächs. Ich vermute vielmehr, erst wenn ich gebucht habe. Ich lasse mich aber auf nichts ein und versuche, mehr über diesen Anbieter und seine Methoden herauszufinden. Auf die Frage, ob wir uns durch unsere Unterschrift für weitere Buchungen verpflichten würden, gibt's keine Antwort. Ein schriftliches Angebot, über das wir eine Nacht schlafen können, will unser Verkäufer uns auch nicht geben. Als wir dann sagen, dass wir noch nicht sicher sind, ist das Gespräch ganz schnell beendet. Was wir anbieten, ist intelligentes Reisen. Die Frage ist jetzt nur, kommt das für Sie von vom Produkt her? Das weiß ich eben nicht. Nee, ich glaube, also ich finde es echt attraktiv. Ist nicht für jeden. Dann kriegst du natürlich die versprochenen Geschenke und dann sind wir fertig. Wir haben den Betreiber der Anlage nach unseren Dreharbeiten mit den Recherchen konfrontiert. Bis zur Ausstrahlung dieser Sendung gab es auf die Anfragen keine Reaktion. Wir haben 2 T-Shirts bekommen. Ich dachte, ich würde hier eine Reise gewinnen. Da stand auch drauf, Sie haben eine Woche Urlaub gewonnen. Ja. Und ihr habt es eben glasklar zugegeben. Ja. Das ist ganz nah an der Grenze zum Betrug, was da passiert. Das hier ist mein angeblicher 5-Sterne-Urlaub. Ein T-Shirt. Und das hier ist deins, das hast du gewonnen. Wir haben Urlaubszeit verschwendet, fühlen uns echt an der Nase herumgeführt. Und was da drin passiert, das ist einfach nicht redlich. Das mag legal sein. Und es mag in der Grauzone sich befinden. Aber das ist unglaublich ärgerlich. Und ich fühl mich betrogen. Und die Nächsten stehen schon bereit. Hier sitzen sie und sprechen Leute an. Da drüben die Dame im Blond und die in dunklen Haaren hier. Solche Promotion ist immer verbunden mit Präsentationsveranstaltungen. Es geht immer um Verkaufen. Es geht nie darum, dass sie irgendwas gewinnen können. Erst recht keine Urlaubsreise, sondern nur so ein kleines T-Shirt hier. Das ist sehr ärgerlich, kostet viel Zeit im Urlaub, wertvolle Zeit, und verdirbt mir auch den ganzen Tag. Bitte die Finger von lassen, bitte. Auch Inge Krämer und Marc Heine sollten ähnlich wie ich bei ihrem Anbieter auf Gran Canaria sofort buchen. Das taten sie leider und zahlten darüber hinaus direkt 1.200 Euro an. Zu Hause wollten sie dann von ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch machen. Vergeblich. Wir haben uns ja gar keine Gedanken gemacht über Timesharing oder sonstiges. Das Wort ist ja auch nie gefallen. Und wie ich dann mal im Internet nachgeguckt habe und habe die Anlage eingegeben, dann gingen schon direkt die ganzen Foren auf von Leuten, die selber da reingefallen sind. Wir haben von denen dann in Deutschland nie wieder was gehört. Nicht, ob wir den Urlaub haben wollen. Ja, die 1200 Euro, die wir bezahlt haben und direkt abgebucht waren, die waren weg. Und es war so, als wenn gar kein Vertrag überhaupt zustande gekommen ist. Bis heute gibt es vom Reiseanbieter keine Reaktion in ihrem Fall. Das Paar wurde abgezockt im Urlaub. Klar, Spanien war, ist und bleibt eines meiner Lieblingsreiseziele. Vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr, wo ich weiß, wie die Gaunereien, Tricks und Betrügereien so funktionieren. Eins weiß ich aber ganz genau. An meinem nächsten Urlaubsort wird es sie auch geben.
Diebe, Gauner, Betrüger. Und mich, der sie ganz genau beobachtet.